Lewis Hamilton gewinnt nach dem Brasilien Grand Prix auch das Premierenrennen in Katar. Max Verstappen legt aber eine tolle Aufholjagd hin und sichert sich den zweiten Platz. Und wir küren auch noch den Rallye-Weltmeister diesen Jahres, nämlich Sebastian Ogier. Damit hallo und herzlich willkommen zu Ihrem wöchentlichen Motorsportmagazin Boxenstopp hier auf Krone TV. Und Richie Koeck, der ist nach wie vor im Formel-1-Fieber und die Weltmeisterschaft geht in die heißeste Phase seit langem. 8 Punkte Vorsprung für Hamilton. Verstappen liegt auf Platz 2. Aber der Mercedes präsentiert sich weiterhin sehr stark. Servus Martin, und du hast völlig recht, das Fieber steigt und steigt und steigt. Ich weiß gar nicht mehr, wann es aufhören soll. Und wie du gesagt hast, wir haben wieder ein Wochenende gesehen, wo sowohl der Lewis Hamilton als auch der Max Verstappen gezeigt haben, dass sie in einer absolut eigenen Liga unterwegs sind, das Rennen komplett dominiert. Und da können wir uns auf ein letztes, wirklich tolles Spektakel noch in Saudi-Arabien und in Abu Dhabi freuen. Alles werden wir gleich analysieren. Zunächst aber mal für Sie der grobe Überblick. Was ist gestern beim Premierenrennen von Katar eigentlich passiert? Von Servus TV gibt es die Highlights. Beim Formel 1 Grand Prix von Katar ist es bereits vor dem Rennstart turbulent. Denn Max Verstappen wird wegen eines Vergehens im Qualifying von Platz 2 auf Platz 7 strafversetzt. WM-Konterhand Lewis Hamilton geht hingegen von der Pole Position aus ins Rennen. Lewis verteidigt nach dem Start die Führung, während Max sich nach vorne arbeitet. In der Folge holt er sich Pierre Gasly im Alpha Tauri, Fernando Alonso im Alpine und ist nach wenigen Runden bereits auf Platz 2, macht Jagd auf Mercedes-Piloten Lewis Hamilton. Doch die Show bieten an diesem Abend andere. Sergio Perez und Fernando Alonso zum Beispiel. In diesem Fall mit dem besseren Ende für den Mexikaner im Red Bull. Oder aber auch Hamilton-Teamkollege Valtteri Bottas, der sich in Runde 33 einen Platten einfährt und im weiteren Verlauf des Rennens ausscheidet. Da ist er nicht der Einzige, denn auch den Williams-Fahrern Russell und Latifi geht der vordere linke Reifen kaputt. Im Reifenchaos bleibt einer aber cool, passt bestens auf seine Slicks auf. Altmeister und Zweifach-Weltmeister Fernando Alonso, der sich den sensationellen dritten Platz holt und nach 7 Jahren wieder in der Formel 1 auf dem Podium steht. Den Rennsieg holt sich Lewis Hamilton, der bereits seinen 102. Erfolg in der Königsklasse feiert. Er hat jetzt nur mehr 8 Punkte Rückstand auf den WM-Führenden, auf Max Verstappen, der hinter Lewis Zweiter wird und sich immerhin noch die schnellste Rennrunde holt. Es bleibt spannend, sehr spannend. Die Formel 1 live bei Servus TV und auf servustv.com. Lewis Hamilton holt sich also den 2. Sieg in Serie. Max Verstappen bleibt ihm allerdings auf den Fersen. Ein Herzschlagfinale, Richie, das sich anbahnt. Wie wichtig war denn auch dieser eine Zusatzpunkt für Verstappen aufgrund der schnellsten Runde? Kann das rein psychologisch bei ihm auch wirken, weil er weiß, das Auto ist nach wie vor schnell? Der eine Punkt ist wertvoll, das ist keine Frage, weil es wird im Endeffekt in Abu Dhabi abgerechnet und da wird jeder Zähler, jeder Punkt wirklich zählen. Psychologisch, klar, ist auch wichtig, wenn du weißt, du kannst schnell fahren. Und das hat der Max eindrucksvoll bewiesen, dass er vom 7. Startplatz nach dieser, für mich auch irgendwie ein bisschen seltsamen Startplatzrückversetzung, vom 7. Platz die ersten 2 Runden ein mörderisches Tempo angeschlagen hat und sich ja nach, glaube ich, 2, 3, 4 Runden wieder auf Platz 2 gesehen hat. Also großartig. Psychologisch, wie gesagt, ich glaube ja. Jeder Punkt, den du machst, zählt, freut ihn und gibt ihm auch Auftrieb für die nächsten Rennen. Ne? Diese Rückversetzung, die du angesprochen hast, das zieht sich auch schon so wie ein roter Faden durch die ganze Saison, dass sowohl Hamilton als auch Verstappen immer wieder weiter hinten starten müssen. Inwiefern könnte sich das auch einmischen in den WM-Stand? Hat das einen riesengroßen Einfluss, deiner Meinung nach? Naja, der Toto Wolff hat mir gesagt, das Problem ist, diese Geschichte ist eigentlich nur für uns Medien. Ja. Für uns Medien ist es eine große Geschichte, das versteht er auch. Seine Aufgabe ist es genauso die von Christian Horner, diese Sachen wegzuhalten vom Rennteam. Ja. Es ist unnötig und ich finde es gerade schade, ich persönlich finde es schade für diese Weltmeisterschaft, die wirklich an Dramatik nicht zu übertreffen ist, dass man in den letzten Rennen so sehr eingreift, da, wie du angesprochen hast, Lewis, diese Disqualifikation, die Rückversetzungen, sowohl für Hamilton als auch für Verstappen. Ja, ich bin ein Verfechter von dem, was der Toto eigentlich vor einem Jahr, glaube ich, in Spielberg schon gesagt hat, let them race. Und so sollte es sein.
Ja, und Let Them Race, das galt es auch vor 3 Rennen oder vor 2 Rennen in Mexiko, als Verstappen gleich mal in der ersten Kurve bei der Mercedes geschnupft hat. Jetzt ist aber der Wendepunkt erreicht. Lewis Hamilton verhält sich seitdem sehr, sehr diszipliniert, fährt seine Rennen konsequent zu Ende. Hat er sich für deine Begriffe jetzt auch verändert, weil er vielleicht die letzte Chance im Kampf um die WM gesehen hat? Ja, also ich sehe das auch so. Dieses Qualifying, diese Disqualifikation, das ist wirklich schwierige Wochenende für ihn in Interlagos. Der Toto hat's bezeichnet, dass er den Löwen geweckt hat. Der ist seitdem er hat gesehen, nach dem Sieg auch in Interlagos, das Auto funktioniert. Er macht keine Fehler, er ist topfit, ist wirklich bis in die Haarspitzen motiviert und weiß natürlich auch, es kommen jetzt 3 Strecken, also inklusive noch Katar, was er jetzt gewonnen hat, mit Saudi-Arabien und Abu Dhabi, Strecken, die dem Mercedes liegen könnten. Also der ist brandheiß und brandgefährlich, ja. Ja, 2 Grand Prix stehen also noch aus. 8 Punkte sind noch zu vergeben. Der Vorteil liegt nach wie vor bei Verstappen, der seine Führung vehement verteidigt. Aber siehst du da Licht am Ende des Tunnels oder kommen die Mercedes jetzt um die Ecken und es wird bitter ausgehen für Christian Horner und Co.? Also eine Prognose wage ich jetzt nicht. Ich traue mir aber zu sagen, dass Mercedes sich gesteigert hat, sich mit dem neuen Motor, der ja in Interlagos eingesetzt worden ist, in Katar nicht. Das wiederum bedeutet, jetzt kommt der neue, dieser frische Motor, ja, mit der schärfsten Einstellung in Saudi-Arabien zum Einsatz. Das spricht für Mercedes, glaube ich. Und auch, was man gesehen hat vom Streckenlayout her in Jeddah, du hast eine lange Gerade drinnen, du hast schnelle Kurvenkombinationen drinnen. Das spricht einmal am Papier für den Mercedes. Aber wir haben ja in dieser Saison einiges gelernt. Immer wenn wir hier gesessen sind und gesagt haben, nächste Woche ist Red Bull im Vorteil oder ist Mercedes im Vorteil. Es ist oft anders gekommen, als wir uns das vorgestellt haben. Also abschreiben kann man den Max sicher nicht, kann man Red Bull auch nicht. Wie gesagt, vom Papier her sehe ich einmal den Lewis im Vorteil, weil der ist momentan in einem Flow drinnen. Schaut gut aus für ihn. Ja? Dann gibt es auch natürlich auch den Zweikampf an der Spitze der beiden Unternehmen, nämlich Toto Wolff und Christian Horner, die sich schon in die Haare bekommen haben im letzten Grand Prix, als dieses Überholmanöver von Lewis Hamilton von Verstappen vehement abgeblockt wurde. Da gab es dann auch den Fingerzeig in Richtung Rennleitung. Also ist das Ganze auch noch im Rahmen einer Pressekonferenz in Katar zugespitzt, wo beide oder vor allem Horner gesagt hat, Beziehung und Respekt sind 2 verschiedene Paar Schuhe. Er hat Respekt, aber essen gehen muss er mit dem Toto nicht. Also wie verhärtet sind da die Fronten? Ja, die sind genauso, wie du es jetzt angesprochen hast, aber ich sehe es genauso. Der Toto muss auch nicht unbedingt mit dem Christian essen gehen. Also von daher, es ist für uns alle, für uns Medien, für die Fans, ist es lustig, wenn da 2 solche Figuren im Rampenlicht stehen und sich die eine oder andere Stichelei liefern. Auswirkungen, wie gesagt, glaube ich, hat es nicht. Dazu sind beide zu lange im Geschäft, um eben dieses ganze Drumherum eben von den wirklichen Rennteams, von den Fahrern wegzuhalten. Und man merkt es ja auch auf der Strecke, ja, weder der Lewis noch der Max lassen sich davon in irgendeiner Art und Weise beeinflussen, kommentieren sie ja nicht einmal. Mhm. Aber vom Leadership jetzt, was beide Personen betrifft, siehst du da gewisse Unterschiede? Einfach diese Erfahrung und die erfolgreiche Erfahrung von Toto Wolff, die sich dann bezahlt machen könnte in dieser Phase, wo Christian Horner zwar zurückschreit, aber im Prinzip dadurch nur Unruhe auslösen könnte? Ja, das ist auch das Ziel von Red Bull. Ja. Das sind diese psychologischen Spielchen, die man natürlich einbauen muss. Der Toto war es jetzt gewohnt in den letzten 7 Jahren, Mercedes gegen Mercedes, also Nummer 1 gegen Nummer 2, Hamilton gegen Rosberg oder Hamilton gegen Bottas zu sehen und sieht sich jetzt konfrontiert plötzlich mit einer anderen Marke, mit Red Bull Racing. Ja. Und der Christian Horner ist ja auch mittlerweile schon 4-facher Weltmeister mit dem Sebastian Vettel geworden. Der brennt natürlich, der ist heiß, der wittert die große Chance, jetzt wieder mal zuzuschlagen. Und da sollen sie sich das auch gern liefern. Wir freuen uns drüber. Aber wie gesagt, Auswirkungen auf die Fahrer, glaube ich, hat das nicht. Also das mal zum Zweikampf zwischen Lewis Hamilton und Max Verstappen. Eine Szene haben wir noch herausgepickt von ServusTV, die werden wir jetzt einspielen. Es gab nämlich den ein oder anderen Reifenplatz und davon betroffen war auch der Teamkollege von Lewis Hamilton, nämlich Valtteri Bottas in Runde 33. Total unerklärlich, aber wie kann sowas zustande kommen? Ist er der Pechvogel der Stunde? Also der Pechvogel. Er war jetzt nicht einmal vom Rennen her, vom Beginn an, jetzt wirklich nicht die große Hilfe wieder für den Lewis. Pechvogel, klar, wenn der Toto da motiviert hat, hat er gezeigt, was er kann. Er hat das eine oder andere Auto überholt. In Katar war es schwierig mit diesen flachen Curbs, mit diesen knallharten Curbs.
Und wenn du mich fragst nach der Ursache, es ist schwierig, weil es kann ja noch nicht einmal die Cheftechniker von Mercedes erklären. Sie sagen nur, es gab keinerlei Anzeichen, es gab keinerlei Vibrationen, die darauf hingedeutet hätten, dass dieser Reifen jetzt wirklich explodiert. Und es ist eigentlich bei ihm passiert. Und der Toto hat nachher auch gesagt, es ist schade, dass gerade bei Valtteri es begonnen hat, weil nachher war ja, glaube ich, noch Latifi und George Russell auch dabei. Wenn Sie das gesehen hätten, wenn das früher passiert wäre, hätten Sie den Valtteri wahrscheinlich eine Runde früher reingeholt. Ja? Aber okay, das ist auch Rennsport. Ja? Valtteri Bottas, ich bleibe bei Pechvogel der Stunde, weil in Mexiko können wir uns erinnern, zunächst einmal Hamilton nicht den ersten Platz sozusagen verteidigt. In der ersten Runde konnte Verstappen vorbeiziehen, dann ist er auch noch ausgeschieden. Dann generell, so die Leistungen lassen zu wünschen übrig. Ist jetzt Sergio Perez der bessere Backup für die letzten Rennen? Ist das vielleicht ein kleiner Vorteil auf Seiten von Red Bull? Ich sehe es so, ich meine, momentan glaube ich, dass der Sergio Perez der bessere Wingman ist für den Max Verstappen. Allerdings ist er auch schon so weit weg, ja? Du hast es gesehen, er war, glaube ich, 50 Sekunden oder knappe Minute hinter dem Max Verstappen, seinen Teamkollegen, im gleichen Auto. Also wirklich viel helfen. Ja? Für die Konstrukteurs-WM sind beide sehr, sehr wichtig noch, weil auch die ist ja sehr, sehr eng, wie wir wissen. Aber im Kampf um den Fahrertitel sind der Lewis und der Max ganz allein auf sich gestellt. Ja, also die beiden Piloten, die sich das Ganze dann ausmachen werden. Wir kommen zum Altmeister namens Fernando Alonso. Der hat schon Weltmeistertitel geholt und sich den ersten Podestplatz nach 7 Jahren wieder mal gesichert beim Alpine-Team. Wie überraschend kam das für dich oder zeigt das, dass er nach wie vor Rennfahrer aus Leidenschaft ist und immer für einen Podestplatz eigentlich gut sein muss? Also überraschend, man muss sagen, zuerst einmal Hut ab, wirklich. Ich habe mich auch sehr gefreut, den Fernando wieder mal auf einem Podest, du hast gesagt, 7 Jahre ist es her, verdammt lange Zeit, ihn dort wieder mal zu sehen. Aber man muss sagen, Alpine hat sich konzentriert auf 2022. Sie haben gesagt, sie wollen 2021 das eine oder andere Podest erreichen. Ja. Sie haben jetzt in Ungarn mit dem Esteban Ocon gewonnen und sie haben jetzt diesen dritten Platz mit dem Altmeister geschafft. Er ist unterwegs wie ein junger Bub, ja, also an dem prallt das alles ab anscheinend, ja, also in Topform und ja, freut mich für ihn unheimlich. Ja. Also überraschend, wie gesagt, kam es nicht. Sie haben einige gute Wochenende schon gehabt, Alpine, sind jetzt in der Konstrukteurs-WM auf Platz 5 vor Alpha Tauri, das ist ihr großes Ziel, dass sie die noch schlagen können. Haben, glaube ich, 25 Punkte Vorsprung auf Alpha Tauri. Also da können sie vor den letzten zwei Rennen schon ein bisschen durchatmen. Starke Leistung für Alpine. Jetzt muss man aber auch sagen, Fernando Alonso war nicht immer der Sympathieträger, ein bisschen durch seine provokante Art immer wieder für Momente gesorgt, wo in der Öffentlichkeit dann auch verrufen wurde. Jetzt aber mit zunehmendem Alter und durch die Entfernung zu Podestplätzen freut sich aber jeder mit ihm. Hat er sich vielleicht auch ein bisschen gemäßigter Verhalten in den vergangenen Jahren oder hat er ganz einfach den Anspruch nicht mehr zu stellen, so koscher sein zu müssen in der Öffentlichkeit? Ja, er hat sich politisch immer sehr eingemischt in seine Arbeiten, gerade wenn er mit McLaren unterwegs war oder auch bei Ferrari. Da gebe ich dir völlig recht, da hat er sich ein bisschen heruntergeschraubt. Aber ich meine, er wird schon noch immer seine Meinung kundtun. Nur er hat den Vorteil natürlich in diesem Team, das im Aufbau begriffen ist, das in den nächsten Jahren noch an die Spitze vordringen will. Da hört man natürlich auf ihn. Ja. Erfahrung hat ja der Mann genug. Ja. Ja, Fernando Alonso. Und vor allem Ziele und Träume hat er ja auch noch genug. So ist es, Fernando Alonso. Also auf dem 3. Platz gelandet nach 7 Jahren Wartezeit. Zum Abschluss nochmal die Prognosen auf die letzten bevorstehenden Grand Prix. Jetzt haben sie mal 2 Wochen zum Durchschnaufen, bevor es dann ins Saisonfinale geht. Wie werden Red Bull und Mercedes die nächsten 2 Wochen bis zum Rennen anlegen? Was schätzt du? Die Messer wetzen. Versuchen alles aus diesem Auto in dieser kurzen Zeit jetzt noch, versuchen alles noch herauszukitzeln aus diesem Auto, wo es noch die kleinsten Verbesserungen können dir helfen. Und wie wir ja eigentlich schon angesprochen haben, Saudi-Arabien einmal Mercedes-Land, vom Papier her, bleibt dabei, vom Papier her. Genauso auch nach den Umbauarbeiten ist auch Abu Dhabi schneller und flüssiger geworden. Papier spricht für den Mercedes. Aber wie wir schon gesagt haben, wir haben viele Überraschungen heuer schon erlebt. Und Mercedes, Red Bull darf man nicht unterschätzen, darf man nicht vergessen. Und wie gesagt, der Max hat ja wieder eine brillante Leistung auch jetzt in Katar gezeigt. Also der kann ja sogar in Saudi-Arabien theoretisch schon Weltmeister werden.
Da müsste allerdings für Mercedes alles schieflaufen, ja. Und davon gehe ich nicht aus. Ja, also 8 Zähler, Punktepolster hat er noch so mit, hat er es in der eigenen Hand, wenn er gute Ergebnisse einführt und zumindest ein Rennen für sich entscheiden kann. Bei einem anderen Wettbewerb, einer anderen Rennserie ist die Entscheidung schon am vergangenen Wochenende gefallen, aber es ist wenig überraschend gewesen, dass sich Sebastien Ogier wieder mal den Rallye-Titel holt, nämlich den 8. innerhalb von 9 Jahren. Ich glaube, da kann man sagen Chapeau und Gratulation an den Franzosen. Das kann man genauso sagen. Mich persönlich wundert es ja eigentlich nur, wo diese Franzosen eigentlich immer ihre Rallye-Piloten herauszaubern. Ja. Wir haben vor dem Sebastien Ogier haben wir den Sebastian Loeb, oder vielleicht ist das Wort der Sebastian. Der Vorname. Ja, vielleicht natürlich. Ist es der. Also Richard und Martin wird es nicht mehr werden, ne? Nein, wir, glaube ich, wird sich nicht mehr für uns ausgehen. Nein, man muss sagen, ganz großartig. Der Loeb, 9-facher Weltmeister, jetzt Ogier, 8-facher Weltmeister. Und ich glaube, es war jetzt für Toyota jetzt der 200. Sieg. Also die waren in der World Rally Car Championship. Mhm. Die heißt ja nächstes Jahr, glaube ich, ein bisschen anders, weil die WRC-Autos sind ja dann vorbei. Mhm. Eine absolute Macht. Und wenn man sich allein nur diese Zahlen anschaut, ja, Ogier 54 Siege, Loeb, glaube ich, 79. Mhm. Also das ist schon fantastisch. Und wie gesagt, bewundere die Franzosen, ja, beneide sie ein wenig. Ja. Wie wichtig ist aber auch der Faktor, nämlich der Mann, der neben ihm sitzt, der ihn die Treue gehalten hat die vergangenen Jahre, Julien Ingrassia. Wie wichtig ist so ein Nebenmann, dem man absolutes Vertrauen schenkt und der einen dann hoffentlich rechtzeitig und gut in die Kurve lenkt? Ich glaube, er ist sehr wichtig. Der Sebastien Ogier hat ja nach dem Sieg jetzt am Wochenende in Monza, hat er ja auch gesagt, dass der Julien eine Legende in dem Sport ist. Ja. Allein das ist, glaube ich, Ehre genug für den Co-Piloten. Und ich kann mich noch erinnern, wie Österreicher gefahren sind, so mit dem Manfred Stoll. Ja. Der hat mir auch permanent erklärt, ohne einen kompetenten Beifahrer, bei ihm war es lange Zeit eine Beifahrerin, die Ilka Meiner, ganz, ganz wichtig, ohne die kannst du keinen Rallye-WM-Lauf gewinnen. Also da muss schon die Zusammenarbeit, das Zusammenspiel muss schon wirklich gut funktionieren. Schauen wir uns nochmal die Jubelbilder an von Sebastien Ogier, der natürlich dann auch beim Abschlussrennen in Italien gefeiert wurde, als er ankam. Was unterscheidet ihn vielleicht auch von anderen Rallye-Piloten, abgesehen davon, dass er erfolgreicher ist? Hat er irgendwas an sich, auch das Unantastbare in seiner Sportart? Hat er was Unantastbares? Ich glaube, das zeigen die Ergebnisse. So aus der Distanz kann ich jetzt schwer sagen, aber der Evans, der auch Platz 2 belegt hat mit 2 oder 2, maximal 3 Siegen, also der hat, egal ob das jetzt Schotter ist, ob das Asphalt ist, ja, der hat überall seine Qualitäten. Mhm. Obwohl er Schrecksekunden hatte, nämlich im Schlussabschnitt hat er fast Bekanntschaft mit einer Betonmauer gemacht. Also das zeigt auch, er ist menschlich und muss dann vielleicht auch auf unvorhersehbare Geschehnisse reagieren. Glaubst du, ist dieser 9. Titel, der die Egalisierung mit Loeb bedeuten würde, in absoluter Reichweite oder ist er sogar noch besser dran und holt sich La Decima? Zuerst einmal, bist du schon mal selbst mitgefahren in einem Rallye-Auto? Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Also Schrecksekunden hat da, glaube ich, jeder Pilot mehrfach in seiner Rallye. Ja. Der 9. WM-Titel, ich glaube, der ist nicht möglich jetzt, weil der Ogier hat ja angekündigt, 2022 nur mehr ausgewählte Rallyes bestreiten zu wollen. Also der ist, glaube ich, nur 4 oder 5 Mal am Start. Da wird es nichts mit dem WM-Titel, aber er hat ja schon wieder andere Pläne. Ja. Man hört, dass er in der Langstrecken-WM, er will möglicherweise die 24 Stunden von Le Mans fahren. Auch Dakar soll angeblich bei ihm ein Thema sein. Übrigens genauso wie bei Fernando Alonso. Also WM-Titel scheint für mich jetzt einmal ausgeschlossen, wenn er das wahr macht, was er sagt. Ja. Neue Herausforderungen sind das eine, aber natürlich die persönliche Zielsetzung und vor allem einen Rekord in einer Sportart aufstellen ist das andere. Also könntest du es nachvollziehen, wenn er sich genau da, wo es spannend wird, verabschiedet? Ja, ich könnte es nachvollziehen, wirklich. Weil der Reiz einfach gegeben ist, was anderes zu tun. Die Dakar ist ein Mordsreiz, ja, für jeden Motorsportler. Und ich glaube, achtmal zu gewinnen in so einer Meisterschaft ist gut. Und wenn man jetzt noch weiß, dass eben im nächsten Jahr dann die Hybridautos zum Einsatz kommen, vielleicht mag er das nicht, ja, vielleicht, keine Ahnung, aber wie gesagt, vielleicht ist der Reiz einfach da, was anderes zu machen. Ja.
Aufgrund der Klimapolitik hat man auch das Gefühl, dass gesündere Rennserien immer mehr im Rennkalender dann auferscheinen. Die Formel E ist jetzt auch nicht unbedingt der große Sympathikus, zumindest bei Rennsportverliebten. Ja. Wie schaut das jetzt in der Rallye aus? Könnte das Produkt dadurch an Wert verlieren oder ist das einfach die Zukunft des Motorsports, dass man zumindest im Einklang mit der politischen Voraussetzung einhergeht? Genauso wie das du gesagt hast, das ist einfach die Zukunft im Straßenverkehr und es wird auch die Zukunft im Sport sein. Ich bin aber davon überzeugt, dass sich die Formel 1 in dem Format, in dem sie sich jetzt präsentiert, noch weiter halten wird, obwohl man natürlich auch dort irgendwann dann umsteigen wird auf dieses E-Fuel, auf Wasserstoff, was auch immer. Ja. Man wird sich weiterentwickeln, aber die traditionelle Motorsportart Formel 1 wird auf jeden Fall so bleiben. Bei der Rally World Championship hat man gesagt, irgendwie radikal aus. Wir machen das ab nächsten Jahr so. Schauen wir es uns an. Es wird leiser werden, es wird gesünder für die Umwelt werden. Der Sport, glaube ich, wird nicht darunter leiden. Wenn die Sonderprüfungen so bleiben, so wie sie sind, dann gibt es wieder Spektakel. Ja. Abschließend noch ein Blick in die Glaskugel. Bleibt uns nicht erspart, wenn Sebastien Ogier jetzt nur an ausgewählten Rennen teilnimmt und nicht wirklich um die WM mitfährt. Wer ist dann in der kommenden Saison Favorit? Gibt es da ein Dreigespann in deinen Augen? Glaube ich nicht. Ich gehe davon aus, dass Toyota weitermacht, sich weiter engagiert so. Und dann ist Evans einer der Top-Favoriten. Aber es gibt mit diesem Rovanperä einen meiner Lieblinge, der ganz großes Potenzial hat. Also ich glaube, da werden schon ein paar junge Nachkommen abwarten. Abschließend haben wir jetzt noch ein paar Minuten. Drum nochmal zurück zur Formel 1. Was spricht für Max Verstappen in den letzten zwei Rennen? Welche Argumente? Seine Coolness, sein fahrerisches Können, sein Reifenmanagement, das hat man auch wieder toll in Katar gesehen. Der hat dieses Auto komplett im Griff. Seine Aggressivität, eigentlich hat er nur positive Eigenschaften, ja, was einen Rennfahrer auszeichnet. Das hat er alles. Jeder, der am Ende gewinnt, ja, hat sich verdient. Und Lewis Hamilton holt den 8. WM-Titel, weil? Ja, das haben wir vorher schon gesagt. Er holt den 8. WM-Titel, weil einfach die Strecken ihm entgegenkommen und weil ich glaube, dass dieser Motorenvorteil, er hat eine unheimliche Pace, er hat einen Tempoüberschuss in Interlagos gehabt, glaube ich, von 27 km/h auf der Geraden. Und dieser Verbrennungsmotor wird jetzt wieder in Jeddah in Saudi-Arabien eingesetzt. Das sind Dinge, die für ihn sprechen und natürlich auch das Momentum ist auf der Seite von Lewis. 2 Siege in Folge, passt. Ja. Könnte hinhauen auf jeden Fall. Richie, besten Dank für deine Einschätzungen. Die Formel 1-Saison bleibt also weiterhin spannend. Lewis Hamilton holt nach und nach auf, ist Nummer 8 Zähler hinter seinem engsten Kontrahenten Max Verstappen, der um seinen Premierentitel in der Königsklasse des Motorsports auch buhlt. Und damit sind wir auch schon am Ende unserer Sendung angelangt. Nochmal der Hinweis, am 5.12. an der Grand Prix von Saudi-Arabien, ehe der Saisonfinish eine Woche später in Abu Dhabi erfolgt. Und wir gratulieren natürlich nochmal Sebastien Ogier zum 8. Titel in 9 Jahren innerhalb der Rallye. Einfach unfassbar, dieser Typ. Großartig. Gratuliere. Ja. Ein Schlusswort von Richie Köck. Ich bedanke mich bei Ihnen, würde mich freuen, wenn Sie nächsten Montag wieder mit dabei sind. Und da blicken wir natürlich gezielt nach Saudi-Arabien, wie es dann in der Formel 1 zugehen wird. Bis bald. Boom.